Wahnvorstellung und akustische Halluzinationen. Die Schizophrenie gehört zu den schwersten Erkrankungen in der Psychiatrie. Eine Schizophrenie gehört zu den schwersten psychischen Erkrankungen, die in der Regel im jungen Erwachsenenalter, so zwischen 20 und 30 auftreten, gekennzeichnet ist von Realitätsverkennung, also Wahnvorstellung. Menschen fühlen sich verfolgt, glauben, dass Mächte sie versuchen zu beeinflussen. Stimmen hören, also akustische Halluzinationen, hören Stimmen, die ihnen sagen, was sie zu tun haben, sie vielleicht sogar zum Suizid auffordern. Dann Denkstörungen, dass sie nicht mehr geordnet denken können, bis hin auch zu affektiven Störungen, dass sie keinen Antrieb mehr haben, abgestumpft sind gegenüber der Umwelt und den Reizen. Und insofern gehört die Schizophrenie eigentlich so zu den schweren psychischen Erkrankungen, die wir in der Psychiatrie kennen. Also das unmittelbar Bedrohliche bei der Schizophrenie ist, dass die Patienten in einer Parallelwelt leben, also Wahnvorstellungen haben, Stimmen hören und diesen Stimmen und diesen Wahnvorstellungen folgen. Das heißt, sie verhalten sich dementsprechend. Das kann bis dahin führen, dass sie sich selbst umbringen, weil die Stimmen ihnen befehlen, bring dich um. Das kann auch bedeuten, dass sie vor nahen Familienangehörigen auf einmal Angst haben, weil sie glauben, die hätten sich gegen sie verschworen. Also das führt zu massiven Einbußen im normalen Alltagsleben, was die Betroffenen, weil sie eben keinen Kontakt mehr zur Realität haben, gar nicht selbst als solches erkennen als Problem und dementsprechend auch sich häufig nicht von alleine Hilfe holen. Eigentlich so das wesentliche Standbein erstmal ist eine medikamentöse Behandlung. Wir haben eine Anzahl von Medikamenten, die wirklich gut gegen sogenannte produktive Symptome helfen, also gegen Stimmenhören, gegen Wahnvorstellungen und. Damit können wir vielen Patienten doch wirklich sehr, sehr gut helfen. Problem ist häufig, dass Patienten die Medikamente wieder absetzen, weil die Nebenwirkungen haben. Das führt in vielen Fällen dazu, dass das wieder auftritt. Dazu, ergänzend zu den Medikamenten, kann und sollte man eine Psychotherapie anbieten, wo es wesentlich darum geht, den Betroffenen zu zeigen, wie kann ich auch mit bestimmten Vorstellungen, die nicht der Realität entsprechen, umgehen, wie kann ich vielleicht auf meine Stimmen besser reagieren, dass ich mich von denen nicht beherrschen lasse. Aber man muss sagen, eine Psychotherapie ohne Medikamente ist wirklich wenig erfolgsversprechend.